Hallo, ich heiße Emilia und bin 12 Jahre alt. Gleich werde ich mit Matthias Waltraff, einem Kandidaten für den Oberbürgermeister, ein Interview führen. Was würden Sie für die Kinder in Hannover verbessern wollen? Ich möchte, dass Kinder in Hannover noch mehr Spielplätze bekommen. Und ich möchte, dass mehr Kindertagesplätze entstehen, Kitas, Betriebskitas, dass mehr Hortplätze gemacht werden, dass Kinder so gut versorgt sind, dass ihre Eltern, Mütter und Väter sorglos arbeiten können und dass noch viele, viele Menschen deshalb nach Hannover kommen. Was würden Sie an den Schulen in Hannover verbessern? An allererster Stelle möchte ich, dass in allen Schulklassen, beginnend in der Grundschule bis hin zum Abitur, die neuen elektronischen Schultafeln stehen. Nicht mehr mit Kreide geschrieben wird, sondern die Elektronik auch in die Schulklassen einzieht. Das ist mein Hauptziel. Und das zweite ist, der bauliche Zustand an vielen Schulen lässt zu wünschen übrig. Das müssen wir alles sanieren, möglichst schnell. War Oberbürgermeister zu sein schon immer Ihr Traumberuf? Nein, das wollte ich nicht. Ich habe, Emilia, in deinem Alter davon geträumt, Sportreporter zu werden und natürlich dann auch von großen Sportereignissen zu berichten, Olympischen Spielen und Leichtathletik oder auch Fußball. Den Traum des Oberbürgermeisterberufs habe ich nie gehabt. Ich habe gehört, Sie haben einen kleinen Sohn. Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit mit ihm? Unser Sohn John ist jetzt 4,5 Jahre alt und ich versuche ganz viel in der Freizeit mit ihm zu machen. Wir gehen sehr, sehr gerne in den Zoo. Wir sind viel draußen. John baut gerne. Wir gehen auch zusammen zu Veranstaltungen. Waren letzten Sonntag zusammen bei einem wunderschönen Feuerwehrkonzert in Miesburg. All solche Sachen machen wir gern zusammen. Kochen Sie manchmal etwas für Ihren kleinen Sohn und was kochen Sie für ihn? Ja, wenn meine Frau nicht da ist oder wir alleine sind, dann koche ich ab und zu auch für John und mich zusammen. Dann gibt es meistens Leberkäse mit Spätzle und Spiegelei oder es gibt Spaghetti oder Nudeln mit leckerer Soße, solche Sachen hauptsächlich. Vielen Dank für Ihr Interview.